Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ich zeige euch endlich meine XXL Action Haul. Wir waren mit meinem Mann da schon zweimal, es hat sich so viel schon gesammelt und deswegen freue ich mich endlich in diesem Video alles zusammen zeigen und endlich diese Produkte auch benutzen. Obwohl einige Produkte habe ich schon lange verschenkt, aber extra für euch, ich habe Videoaufnahme auf dem Teppich im Wohnzimmer gemacht, damit ihr auch das alles sehen könntet. Vielleicht es wurde für euch eine auch tolle Geburtstagsgeschenk-Idee. Wir haben das erste Mal beim Action wegen meiner Nichte, die kleinste Nichte, Kleinigkeiten gesucht. Ich wollte für sie einen Kopf einpacken, damit Kind beim Auszupacken und dann noch lange auszupacken viel Spaß haben könnte. Und zwar, ich habe für mich jetzt neue Idee zum Geschenke einpacken entdeckt und das wollte ich auch in diesem Video zeigen. Vielleicht wurde euch das auch sehr gut gefallen. Es ist nicht mein erstes Video, ich merke, dass ich verliere langsam Stimme, aber hoffentlich es wird trotzdem sehr schnell gehen. Also mit Geburtstagsgeschenke, was ich da aufgenommen habe, ich lasse das alles für euch zum Ende meines Videos. Ja, dann habe ich für euch da auch ein paar Fotos aus dem Geburtstag. Ich fange jetzt mit Pflegeprodukt an. Ich habe tatsächlich beim Action für mich etwas Neues genommen, um zu testen. Und das ist eine Haarmaske, Arganöl Marokko Haarmask. Also Beauty Depp steht hier klein geschrieben, wahrscheinlich das ist der Name von Firma. Hier ist halbes Liter. Ich war ehrlich gesagt sehr neugierig. Zwar meine Schwägerin, schon lange her, von Anfang, als sie bei uns hier gewohnt hat, hat von dieser Arganöl Marokko eine Pflege gekauft. Ich denke, das war auch, ich weiß nicht, das war wie Serum, eine kleine Tube. Und sie war sehr begeistert. Deswegen wollte ich diese Maske für mich testen. Und ich habe tatsächlich schon getestet, weil, wie gesagt, die Produkte stehen bei mir schon sehr lang. Erstmal, mir gefällt, wie riecht diese Maske. Sehr lecker. Ich denke, riecht wie nach Arganöl. Das ist eine Konsistenz. Fühlt sich auf die Haare ein bisschen schleimig. Macht Haare sehr glatt. Also Maske tatsächlich ist sehr gut. Könnte ich sehr empfehlen. Spendet Feuchtigkeit und glattet Haare. Wunder wird nicht passiert, aber trotzdem ist ganz, ganz tolle Maske für ganz wenig Geld. Ich könnte euch auch sehr empfehlen, die als Spülung benutzen, weil die ernährt Haare auch sehr gut, auch für kurze Zeit. Und diese Socken habe ich für mich schon sehr oft nachgekauft. Ich habe dieses Mal auch Glück, die war in braune Farbe, meistens die sind in schwarze Farbe. Hier haben wir 20 Den, 3 Paar, Socken sind bis zum Knie und beim Action, ich mag die so sehr, erstmal die sind sehr, sehr günstig und zwar sehr gut. Dieser Stoff ist weich und selber Qualität von diesem Stoff gefällt mir so gut, also ich weiß nicht. So, diejenigen, die tragen Strumpfhose und kennen sich damit sehr gut, schätzen Qualität, dass Strumpfhose sollte wirklich ohne da zack, zack, zack aussehen. Also seht ihr? So, dann ihr versteht mich, das ist super Qualität. Also die sind, wie gesagt, weich und sehr angenehm am Haut, super Farbe, nicht diese rötliche Farbton und nicht so super blass, gibt es meistens so blass. Ich wollte auch diese Küchentücher von Action auszuprobieren. Ich hoffe, Qualität ist okay. Man könnte beim 60 Grad waschen, hier ist 70% Karton, 30% Polyester. Also solltet gut sein, ja. Ja, Waffel, diese Muster und hier drinnen noch diese gestreifene. Zum Thema Küche. Endlich, wir haben mit meinem Mann dieses Teil gekauft. Also das ist zum Reiben in diesem klassischen Pyramide-Form. Ich habe eine zu Hause, aber flache. Ich habe aus der Ukraine noch mitgebracht. Ich habe früher in der Ukraine beim großen Schweizer Firma Zepta gearbeitet. Da gibt es alles für die Küche, da gibt es auch Beauty. Also ich habe da diese Sachen verkauft und ich habe so geliebt, diese Kosmetik. Da gibt es Kosmetik übrigens. Lange Rede, kurzer Sinn. Also da habe ich mir sehr viel als Mitarbeiter gekauft.
ich könnte das ein bisschen günstiger mir kaufen und dann noch, ich habe ihm Kredit genommen, weil das so teuer ist. Also wirklich eine Pfanne, da kostet, ich denke, Minimum 200 Euro. Und ich habe das ihm Kredit ohne Prozente zu bezahlen für mich genommen. Und das habe ich natürlich alles mit nach Deutschland gebracht. Und ja, aber dieser Teil zum Reiben, da ist viel funktionell. Also man könnte die benutzen auch zum Dampfen, wenn man will etwas kochen auf dem Dampf. Bei Zepte hat Prinzip gesunde Ernährung. Da kann man kochen auch ohne Öl, ohne Wasser. Also gut, Nostalgie, das heißt Nostalgie. Okay. Mein Mann wollte etwas Klassisches haben, deswegen so, extra für ihn. Ich habe hier aus der anderen Tüte auch Tüche rausgeholt. Ich habe ganz vergessen, dass ich habe da auch die gekauft. Erste Mal, ich wollte die auch von Action auszuprobieren. Früher, wir haben immer die beim Ikea gekauft oder beim Aldi. Übrigens von Aldi, die sind immer so, so gut. Wenn ich sehe gute diese Küchentücher, bei Aldi, ich kaufe mir immer sehr gerne. So, gut, hier haben wir 7 Stück, 100% Karton, 50 x 70 cm und in Indien wurde produziert. Ach, das ist ja gut. Man dürfte beim 60 Grad waschen. Ich habe jetzt etwas extra für mich, für die Küche gekauft. Ich wollte ein bisschen in meine Küche aufräumen, habe große Lust. Und deswegen, ich habe letzte Zeit sehr vieles Video angeschaut mit Einrichtung, Ideen, wie man könnte diese Schwämme, Seife und so weiter in seiner Küche bewahren, versteht ihr? Und dann habe ich auch zufällig beim Action sowas, also sowas entdeckt, das ist Metall, drin ist Holz. Ich habe noch nicht entschieden, genau wofür ich würde das benutzen. Ich wollte, dass es mir so schlicht aussieht. Ich wollte, dass diese alle Behälter für unsere Messer, für große diese Löffel, Gabel, wisst ihr, die man benutzt beim Kochen. Das alles hat einigermaßen gleiche Farbton, hat eine Richtung, damit alles sieht dezent aus. Also in einem Vlog, ich würde euch das alles zeigen, okay? Ich würde das erstmal aufräumen, einrichten ein bisschen, ja? Und dann zeige ich euch, wie ich das alles gemacht habe. Und schaut ihr noch, was ich habe beim Action entdeckt. Also, das ist auch diese Metall, wie heißt das? Gitter, sieht wie Gitter aus, ja? Kopf, genau, Metallkopf. Und hier oben ist holzig. Und dieser Teil ist natürlich super für die Küche, aber ich habe jetzt eine tolle Idee, sowas ist nicht teuer, kostet 1 Euro etwas, fast gleich kostet wie zum Beispiel, wenn man eine Geschenktüte kauft. Und ich habe gedacht, sowas sieht viel interessanter aus. Also meine Idee, hier Geschenke, was man will, da schenken, reinpackt, dann in diese durchsichtliche Folie von unten nach oben und dann hier zusammen wird fixieren und große Band wird einbringen, zum Beispiel. Und zum Schluss, ich würde euch zeigen, ich habe noch andere Kopf gekauft und da habe ich dann alle Geschenke zu meiner Nichte eingepackt. Ja? Auch selber in die Küche etwas da drinnen bewahren, ich finde ganz, ganz schön. Im Oktobermonat, November, oh, ich habe Geburtstage, dann kommt Dezember, Weihnachten, Geschenke vorbereiten. Deswegen habe ich sehr viele von dieser durchsichtlichen Folie für mich gekauft. Ich mag sehr gerne Geschenke hier einpacken. Weiter, ich habe noch diese Plastik wieder Boxen gekauft, ja, zum Aufräumen. Mir gefällt diese Form, seht ihr? Super. Ich habe diese Plastikboxe auch hinter mir, da bewahre ich meine Kosmetik. Ich finde sowas praktisch und natürlich eine größere. Natürlich eine größere auch mit der Decke. Mir gefällt hier das nicht bei jedem Box da beim Action, aber einige wurden so fixieren, ja, dass man zack klappt diese Decke, ja. Nächste Thema, das sind jetzt diese Blocknote 2023/2024. Gibt es natürlich da in verschiedenen Größen. Ich habe mich erstmal für so eine Größe entschieden.
Hier natürlich steht alles auf Englisch. Selber mir gefällt, wie dieser Block sich lässt öffnen. Wisst ihr, dass man könnte so eben ganz öffnen. Das ist sehr praktisch. Und zwar hier. Das hat man. Also und dann hier. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Noch andere Variante von diesem Block. Das ist wie ein Buch, auch so auch Kalender 2023-2024. Also das sind diese Kalender. Und ein bisschen anderes, ich finde auch sehr sympathisch, mir gefällt auch, dass man könnte eben ganz öffnen, dass die Blätter hier nicht stehen, sehr praktisch zu schreiben. Hier gibt es auch diesen Teil dabei und hier mir gefällt das schon, zum Beispiel hier kann man tatsächlich Notizen auch so durchschreiben, ja, auch eine Variante. Wenn ich könnte selber nicht benutzen, dann könnte ich meine Kinder verschenken, die wären bestimmt sowas brauchen. Ich muss ein Tütchen auf meinen Schuss nehmen. So, dann haben wir von diesen Grabkerzen sehr viel mitgenommen. Diese kleine. Und dann natürlich dazu diese, ich weiß nicht, wie heißt das? Es tut mir leid, weiß ich nicht. Aha, hier ist eine lange, große Kerze. Wow. So, das ist auch ein Thema, ja? Ich mag auch so sehr diese Blocknot beim Action, To-Do Blocknot, ganz praktisch. Man schreibt jeden Tag für sich, ja, seine To-Do, was man will alles am Tag machen, und dann diese Zettel ist ganz einfach hier abzureißen und dann neuer Tag. Diese Blocknot benutze ich jeden Tag ständig, also das ist für kleine Notizen so super. Dann habe ich diese große Blocknot, ihr kennt sowas, ja, das mögen besonders Kinder. Diese dicke Listen, da sind wirklich diese Listen sind sehr, sehr dick. Die sind alle verschieden, sehr einfach hier auch abzureißen, und man könnte benutzen für alles. Ja, und deswegen habe ich diese große für die Kinder gekauft. Ich könnte, ach so, so ist praktisch, euch zu zeigen. Genau, seht ihr verschiedene Listen, verschiedene Varianten. Also da gibt es verschiedene von diesem Blocknot. Vor 2 Jahren ungefähr haben wir für unsere Coco beim Action einen Schwimmpool gekauft. Ich denke, der war genauso wie dieser Schwimmpool. Ich erinnere nicht, wie groß der war, aber dieser ist 80 x 30 cm. Sehr praktisch. Dieses Material ist sehr robust und Coco mit ihrer Nagel macht diesen Stoff nicht kaputt. Das ist natürlich alles wurde extra für die Hunde gemacht. Vor 2 Jahren haben wir gekauft, eine Sommer benutzt, vor dem Herbst zusammengelegt und irgendwo gelegt. Konnten nicht mehr finden. Wir wissen überhaupt nicht, wo ist dieser Schwimmpool. Deswegen, mein Mann hat jetzt 2. nachgekauft. Haben wir leider aber in dieses Jahr nicht geschafft zu benutzen. Ist noch absolut neu. Versuche ich irgendwo Pack zu legen, damit ich wieder finden könnte. Ich wollte euch noch zeigen, dass wir beim Action für Coco eine Regen diese Jacke gefunden haben. Ganz, ganz tolle Sachen, schaut ihr. Ich freue mich, dass sowas gab es da. Man könnte tragen an beide Seiten, so wie ich hier sehe auf dem Bild. Ich habe schon diese Jacke beim Coco ein paar Mal angezogen, deswegen habe ich dieses Schild schon abgerissen. Also wirklich so toll gemacht, und es hat letzte Zeit sehr oft geregnet, deswegen es war so rechtzeitiger Einkauf und auch für klein Geld, deswegen ja super. Und ich habe beim Action endlich diese auch Papier-Geschenktüte gekauft. Ich habe so tolle, viele verschiedene tolle da entdeckt. Ich habe tatsächlich zu Hause meistens nur zum Weihnachten, wahrscheinlich weil ich beim Aldi auch sehr günstig immer gekauft habe. Und ich brauche natürlich auch zum Geburtstag. Und schaut ihr, wie schön da sind diese Tüten. Also das sind die größeren. Jetzt schaut ihr, das sind die kleinen. Ich habe extra nach neutralen Muster gesucht. Da kann man für das Kind schenken, für Mann, für Frauen. Also diese Muster, ich finde so schön. Schaut ihr, diese Muster. So wunderschön. Also so eine Tüte zum Beispiel irgendwo beim Drogerie oder ich weiß nicht, wo der sehr, sehr viel kostet, ja, normalerweise. Und da war nur ein paar Cent, noch sowas und dann noch Happy Birthday extra. Aber diese Tüte gefällt mir, ja, richtig schön.
Dann wieder so eine größere. Sehr schön, diese Glitzer wurde da eingeklebt. Und dann so Let's Party, auch neutrale Thema. So, das war's. Ja, ich habe euch alles jetzt gezeigt. Jetzt ich zeige euch Videoaufnahme zum Sachen, was ich habe für meine kleine Violetta gekauft, zum ihrem Geburtstag. Und ich zeige euch, wie ich das alles eingepackt habe. Ich würde mich aber jetzt mit euch verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Videoschauen. Wie gesagt, es ist noch nicht zum Ende. Ich habe da sehr, sehr vieles gekauft. Sehr, sehr vieles. Und ja, danke schon, dass ihr dabei war. Ich hoffe, dass mein Video hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Deswegen würde mich freuen auf eure Daumen nach oben. Ganz gerne, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Herzlich willkommen. Und dann sehen wir uns ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Eure Natalie. Ciao.